Während dem Studium kommt es immer zu der Frage, was ist ein Plagiat und wie ist das während der Prüfung und der Lehrveranstaltung? Und dazu halten wir jetzt ein Interview. Die erste Frage ist, was ist ein Plagiat? Was ein Plagiat ist, ist Gott sei Dank im Universitätsgesetz recht gut normiert. Ich darf das kurz vorlesen. Ein Plagiat liegt eindeutig vor, wenn Texte, Inhalte oder Ideen übernommen und als eigene ausgegeben werden. Und genau das ist der Kern eines Plagiats. Man täuscht andere Menschen darüber, über die eigene Leistung. Also man gibt vor, etwas selbst verfasst, geschrieben zu haben, aber eigentlich übernimmt man es von anderen. Das kann Texte betreffen, Inhalte jeder Art, es kann auch Ideen betreffen. Und es geht darum, dass man diese Inhalte entweder direkt übernimmt, paraphrasiert übernimmt oder auch übersetzt aus anderen Sprachen. Und das Wichtige daran ist, es wird keine Quelle angegeben. Dann liegt ein Plagiat vor. Also wie gesagt, es ist eine Täuschung über die selbstständige und eigenständige Leistung. Und das ist nicht der einzige Punkt beim unwissenschaftlichen Verhalten oder beim wissenschaftlich unredlichen Verhalten. Neben dem Plagiat, und auch das ist im Gesetz normiert, gibt es noch Fälschungen und Ghostwriting. In welchen Arbeiten kann es zu einem Plagiat kommen? Naja, in jeder Form der schriftlichen Arbeit. Das kann eine sehr kleine Arbeit sein, vielleicht eine einzelne Leistung bei einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung oder auch bei einer Dissertation. Wichtig dabei ist, es gibt beim Plagiat eigentlich immer zwei Komponenten. Es gibt die studienrechtliche Komponente und die urheberrechtliche Komponente. Das Urheberrecht sagt, dass man zitieren darf, ja, aber unter Angabe einer Quelle. Und die studienrechtliche Komponente ist häufig sogar strenger als die urheberrechtliche. Das werden wir dann beim Selbstplagiat noch sehen. Aber studienrechtliche Komponente bedeutet immer, welche Folgen hat so ein wissenschaftliches Fehlverhalten, ein Plagiat, eine Fälschung oder ein Ghostwriting. Okay, und wie wird dieses Plagiat festgestellt? Zur Feststellung eines Plagiats gibt es ein zweistufiges Verfahren. Das erste ist automatisiert, das wird durch eine Texterkennungssoftware geprüft. Das heißt, ein Programm läuft drüber und schaut, ob es Textgleichheiten zwischen der eingereichten Arbeit und sehr, sehr vielen verfügbaren Quellen gibt. Das ist das automatisierte Verfahren. Da werden Textgleichheiten festgestellt in einem bestimmten Ausmaß. Der zweite Schritt ist intellektuell. Da wird von der Studienprogrammleitung oder der Lehrveranstaltungsleitung geprüft, ob diese Textgleichheit denn ein Plagiat ist, wenn keine Quellen angegeben wurden, oder ob ein Zitat vorliegt. Und ein Zitat ist in der Wissenschaft völlig üblich, normal und sogar geboten, weil man ja in der Wissenschaft auf Vorhandenem aufbaut. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ein Plagiat in einer Arbeit gefunden wird? Wenn in einer Arbeit ein Plagiat festgestellt wird, dann gibt es den Eintrag eines X, das ist das sogenannte Schummelvermerk. Das bedeutet, dass diese Arbeit nicht oder diese Lehrveranstaltung nicht beurteilt wird mit den üblichen Noten, sondern es wird eben ein X eingetragen, was bedeutet, da gab es ein Fehlverhalten. Ganz wichtig, dieses X kann aus dem Sammelzeugnis nicht gelöscht werden. Wichtig ist auch, wenn man so ein Fehlverhalten begeht, vor allem ein Plagiat begeht, dann hat man keine Chance, diese Lehrveranstaltung zu verbessern. Das heißt, man muss die Lehrveranstaltung wiederholen, denn durch ein Fehlverhalten ist einfach die Chance auf eine Verbesserung vergeben worden. Du hast es bereits angesprochen, was ist ein Selbstplagiat? Na, ein Selbstplagiat ist ein Spezifikum an der Universität oder im universitären Kontext. Selbstplagiat bedeutet, dass man seine eigenen Texte wiederverwertet. Das ist urheberrechtlich eigentlich kein Problem, weil man ist ja der Urheber, die Urheberin, man kann das wiederverwerten. Aus studienrechtlicher Sicht ist es allerdings ein Problem, weil man ja keine eigenständige Arbeit für diese Lehrveranstaltung abgibt, sondern es ist eine Wiederverwertung. Und das ist natürlich wissenschaftliches Fehlverhalten, Studierendenfehlverhalten, weil man sich mit einmal die Arbeit machen, zwei Lehrveranstaltungen erschleichen will. Und ich sage jetzt absichtlich erschleichen, weil die zweite Lehrveranstaltung wäre dadurch erschlichen. Die Folgen sind dieselben, es gibt ein X im Sammelzeugnis eingetragen. Was passiert, wenn Ghostwriting oder eine Fälschung entdeckt wird? Ja, bei Ghostwriting und Fälschung handelt es sich ja eben auch um wissenschaftliches Fehlverhalten. Eine Fälschung ist, glaube ich, relativ klar. Da werden Daten gefälscht, es werden Informationen gefälscht. Gibt es in vielen, vielen Formen. Datenfälschen, Laborergebnisse und so weiter. Ghostwriting bedeutet, dass jemand anderer, überhaupt gänzlich jemand anderer, diese Arbeit für eine Studierende oder einen Studierenden verfasst. Und die Folgen sind auch hier klar. Es gibt auch da ein X eingetragen im Sammelzeugnis. Gibt es irgendwelche Tipps, um Plagiate zu vermeiden?
Ja, die Tipps, um ein Plagiat zu vermeiden, sind sehr, sehr einfach. Und zwar geben Sie immer die Quelle an, wenn Sie fremde Quellen verwenden. Das Zitieren, der hat den Sinn, dass ganz klar erkennbar ist, welche Stellen sind von Ihnen als Studierende oder welche sind von fremden Quellen übernommen. Das ist der Sinn des Zitierens. Wichtig ist, die Zitationsregeln können je nach Studienrichtung variieren. Da muss man sich wirklich immer erkundigen, wie das im jeweiligen Institut oder der Studienrichtung gehandhabt wird. Aber das Prinzip ist immer gleich. Es muss klar sein, von wem ist der Inhalt, den Sie da verwenden, damit auch klar ist, was sind Ihre eigenen Gedanken dazu. Gibt es auch Plagiate bei Prüfungen? Ja, bei Prüfungen gibt es sehr selten klassische Plagiate, aber da haben wir andere Formen des wissenschaftlichen Studierendenfehlverhaltens. Und zwar vor allem die Kollusion. Und in manchen Fällen gibt es auch tatsächlich ein Plagiat. Was ist eine Kollusion? Kollusion bedeutet das unerlaubte Zusammenarbeiten von mehreren Personen. Das heißt, das gibt es naturgemäß nur bei Einzelarbeiten. Bei Gruppenarbeiten ist es ja gerade Sinn, das Zusammenarbeiten. Aber bei Einzelarbeiten ist das nicht erlaubt. Und wenn man dann unerlaubterweise mit anderen zusammenarbeitet, liegt eine Kollusion vor. Ganz typisch bei Vorortprüfungen ist das Abschreiben oder das gemeinsame Arbeiten oder auch das Miteinanderreden. Bei der digitalen Prüfung gibt es jetzt mehrere Varianten dazu und da ist wirklich Vorsicht geboten. Zunächst einmal dürfen Sie während einer Prüfung niemanden anrufen, mit niemandem reden. Wenn es Probleme gibt, weil zum Beispiel eine Internetverbindung ein Problem macht oder wenn die Frage für Sie unverständlich ist, dann dürfen Sie auf keinen Fall Kolleginnen und Kollegen anrufen, ansimsen oder auf WhatsApp, Skype oder wo auch immer schreiben, wie verstehst du denn die Frage? Sondern die einzige Möglichkeit ist, dass Sie jene Personen kontaktieren, die bei der Lehrveranstaltung angegeben sind als Kontaktpersonen während der Prüfung. Das ist ganz zentral. Bitte fragen Sie auch nicht Geschwister, Freunde oder sonst was, wenn das Internet Probleme macht, sondern auch da gibt es einen Hinweis, wo Sie sich bei technischen Problemen hinwenden können. Das ist wichtig. Jede Form der Kontaktaufnahme während der Prüfung ist nicht erlaubt. Ja? Ganz grundsätzlich gilt es, wenn unerlaubte Kommunikationsmittel auch nur griffbereit liegen, dann ist das ein Schummelversuch. Was heißt das in konkreto? Wenn bei einer Vorortprüfung ein Handy neben Ihnen liegt, auch wenn Sie es nicht verwenden, wenn es nicht läutet, dann ist das ein Schummelversuch, weil Sie die Chance zum Schwindeln bei sich haben, also neben sich liegen haben. Bei den digitalen Prüfungen ist es besonders wichtig, dass Sie dann alle Kommunikationstools wie WhatsApp, Skype und so weiter ausschalten, dass Sie nicht MS Teams offen haben und da womöglich irgendwelche Lerngruppen offen sind. Denn natürlich können und sollen Sie miteinander lernen. Man kann sich auch in diesen Gruppen austauschen. Nur während der Prüfung müssen diese Gruppen geschlossen sein, es müssen alle Kommunikationstools geschlossen sein. Manchmal bietet es sich sogar an, vor der Prüfung aus so einer Lerngruppe auszusteigen, weil dann sind Sie nicht in Gefahr, wenn andere über diese Lerngruppe während der Prüfung miteinander in Kontakt treten. Also das ist sozusagen das Allersicherste, dass man dann einfach aus dieser Gruppe rausgeht, bevor die Prüfung startet. In welchen Fällen kommen Plagiate typischerweise in Prüfungen vor? Ja, wie gesagt, manchmal gibt es tatsächlich auch Plagiate in Prüfungen. Das kommt vor bei Take-Home-Exams oder bei Open-Book-Klausuren. Also wenn Sie für die Prüfung aufgefordert werden, einen eigenständigen Text zu verfassen, ja, dann kann es, wie bei allen anderen Texten, zu Plagiaten kommen. Darf man bei Open-Book-Prüfungen alle Quellen verwenden? Ja, prinzipiell dürfen Sie alle Quellen verwenden, die erlaubt sind. Üblicherweise wird bei Prüfungen angegeben, welche Quellen eben erlaubt sind und welche Unterlagen erlaubt sind, zum Beispiel Lexika, Wörterbücher. Das ist üblich, dass man es verwenden darf. Bei Open-Book-Klausuren können bestimmte Formen von Unterlagen ausgeschlossen werden, zum Beispiel die Vorlesungsunterlagen. Es kann sein, dass man sagt, die dürfen nicht verwendet werden, aber üblicherweise wird angegeben, was sie eben verwenden dürfen. Und ganz wichtig, wie bei jeder Form des wissenschaftlichen Arbeitens, wenn Sie fremde Quellen übernehmen, dann müssen Sie den Urheber angeben in Form eines Zitats. Ganz, ganz typisches wissenschaftliches Verhalten. Das gilt auch bei Internetquellen. Ja, selbstverständlich. Bei jeder Form von Quellen, sei es aus dem Internet, sei es Bücher, sei es Vorlesungsunterlagen, sei es Texte, die die Lehrveranstaltungsleitung zur Verfügung gestellt haben, immer dann müssen Sie die Quellen angeben. Wenn Sie denn zitieren. Wie ist das mit Zusammenfassungen? Ja, eine schöne Frage, die Zusammenfassungen. Natürlich dürfen Sie Zusammenfassungen erstens für sich erstellen und zum Lernen verwenden.
Wenn Sie sie verwenden in der Prüfung und es sind nicht Ihre eigenen Zusammenfassungen, dann müssen Sie eine Quelle angeben. Das ist klar. Dürfen Zusammenfassungen aus dem Internet verwendet werden? Bei Zusammenfassungen aus dem Internet wäre man sehr zurückhaltend, weil vielleicht wissen Sie gar nicht, wer die verfasst hat, ob die Daten noch aktuell sind, ob die Zusammenfassungen überhaupt stimmen. Also aus dem Grund würde ich mal sehr vorsichtig sein bei der Verwendung von derartigen Zusammenfassungen. Zum Lernen und zum Vorbereiten können Sie diese Unterlagen natürlich verwenden, das ist hilfreich, das ist klar. Aber bei der Prüfung ist es notwendig, dass Sie eine eigenständige Leistung abgeben und in allermeisten Fällen wird auch gefordert, dass Sie es eigenständig formulieren. Das heißt, wenn Sie jetzt glauben, die Zusammenfassung, die kann ich eh so verwenden und da einfach reinkopieren, dann mag das auf den ersten Blick verlockend erscheinen, aber Sie verfassen keine eigenständige Leistung. Und man muss aufpassen, wenn Sie eine fremde Zusammenfassung zitieren, dann ist das wohl keine eigenständige Leistung, aber zumindest kein Plagiat. Wenn Sie es einfach abschreiben und auch keine Quelle angeben, dann ist es auch ein Plagiat. Also bei den Zusammenfassungen bitte wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und nur zum Lernen verwenden. Was ist, wenn jemand anderer dieselbe Zusammenfassung verwendet wie ich? Ja, da haben Sie dasselbe Problem. Wenn Sie beide zitieren und das ist erlaubt, ist es in Ordnung, dann ist es wissenschaftlich korrekt. Die Frage ist, ob Sie eine eigenständige Leistung verfasst haben. Und das muss dann die Lehrveranstaltungsleitung bei der Beurteilung überprüfen. Und wie ist das, wenn es keinen Autor gibt? Na, wenn es keinen Autor gibt bei so einer Zusammenfassung, dann würde ich wahnsinnig vorsichtig sein, weil Sie ja eben nicht wissen, ist das eine aktuelle Zusammenfassung, ist die Zusammenfassung richtig, geht es überhaupt um die Lehrveranstaltung, um die es angeblich geht. Also da sollte man prinzipiell hinterfragen, ob man diese Quelle überhaupt verwenden kann. Digitale Prüfungen laden ja eigentlich ein zu Copy and Paste. Ja, das ist natürlich verlockend, aber passen Sie auf, wenn es ist immer eine eigenständige Leistung gefordert, es ist eine eigenständige Formulierung gefordert. Wenn Sie jetzt Copy and Paste machen, dann ist das keine eigenständige Formulierung. Das wird auf alle Fälle in die Beurteilung mit einbezogen. Wenn Sie dann auch noch nicht zitieren, dann ist es ein Plagiat. Und ganz prinzipiell ist natürlich diese elektronische Überprüfung der Arbeiten gibt gute Hinweise darauf, wer denn alle dieselbe Zusammenfassung verwendet hat. Ja, und dann haben wir wieder das ganze Problem mit, ist es eigenständig formuliert, ist es eigenständig verfasst, ist es zumindest zitiert. Und was ist ein Plausibilitätscheck? Der Plausibilitätscheck gibt Lehrenden die Gelegenheit, nach einer Prüfung zu überprüfen, ob denn die Studierenden die Prüfung selbst geschrieben haben. Das ist, Achtung, kein Freiprüfen, es ist keine Nachprüfung, es ist nicht eine zweite Chance, um zu zeigen, was man gelernt hat, sondern es geht ausschließlich darum, dass die Lehrveranstaltungsleitungen herausfinden wollen, sollen und dürfen, ob die Prüfung denn eigenständig geschrieben worden ist. Und das kann bei Verdachtsfällen passieren, es kann aber auch stichprobenmäßig passieren, ohne jeden Verdacht, sondern dass eine bestimmte Anzahl pro Prüfung herausgegriffen wird, wo dann nachgefragt wird, wie diese Prüfung geschrieben wurde. Gibt es auch irgendwelche abschließenden Verhaltenstipps für Prüfungen? Ja, auch das ist ganz einfach. Lernen Sie und schreiben Sie die Prüfung selbstständig. Das ist der Sinn einer Prüfung, um ehrlich zu sein. Und bitte unterlassen Sie alles, was nur den Verdacht nähert, dass Sie schwindeln. Danke. Danke.